geht's da hinten hoch? Ach so, und du bist jetzt... Also da willst du mich hinhaben. Da komme ich aber nicht hin. Ich brauche da noch so eine Dose hier oben. Kollege, ich muss mit dir nochmal fahren. Ja, kann ich nicht. Boah, dahinter geht's auch nicht. Dose da hinter mir. Lass du mich nicht nehmen. Und der andere Stapel. Ach, Menno. Müssen die sauber platziert sein? Nicht zwingend, ne? Und ich kann die aber nur hier unten platzieren. Das bringt mir so alles nichts. Ah, ich und diese Rätsel. Oder komme ich jetzt so jetzt irgendwie ran? Nee. Sag mir, wie ich da hochkomme. Ah, jump drüber. Ah. Oh, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Unter da, unter da, unter da. Komm, steig nochmal ein. Ich hab grad so einen Big Brain Moment. Der ein bisschen spät kommt. So, und jetzt? Den da. Hier da so dran. Ich hoffe, das klappt. Aussehen tut's mir nicht schlecht. Yes. Do we really need it? You'll see. So, warte auf mich, da bin ich. Willst du noch mal ein bisschen die... Obwohl ich nicht. Everyone's asleep. Ehrlich gesagt, ein guter. Was hat überhaupt nicht spät gewesen? Ja, wo? Muss sofort wieder an Callisto-Protokoll denken. Und wie unsicher das eigentlich ist. Aber okay. How is this? I mean, glimmering lights.
It's called a stroboscope effect, like looking through a bike wheel. Yeah, I'll, Well, I mean, it's pretty. If we climb all the way here just for this. I'll show you. Sit down. This Puddle. She's a singer. Why Puddle? Because this is Seva. He's a guitarist. Es war jetzt ziemlich random. Okay. Ja, ich glaube, der Wundbrand hat sich nicht auf Art. Oh, Scheiße. Das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Oh, nein. Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Hast du mal hinter dir hinguckt? Warum? Wieso? Ach, da. Auch nicht ganz dumme Idee, aber nein. Oh, Scheiße. Wie timest du das? Nein. Ich kann nicht weiter. Angst, dir die Hosen zu machen? Wenn ich alleine wäre. Wie wär's damit? Wenn ich es rüber schaffe, ohne meinen Rock nass zu machen, bringst du mir bei, die Flöte zu spielen.
Oje, nicht schon wieder. Also gut. Und wenn du nass wirst, gibst du mir einen Kuss? Neben. Was denkst du dir eigentlich? Nun, du glaubst doch, dass du die Wette gewinnst, oder? Wenn du es rüberschaffst, schnitze ich dir eine neue Flöte. Abgemacht. Okay. Ja. Also da geht's dann so weiter. Ja, okay. Ja, okay. Das hat schon mal gut funktioniert. Das sind gleich zwei. Okay. Wir gehen mal hier vor, nach unten. Das sind halt hier gleich drei. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen, oder? Wobei. Nee. Ah, schon nach oben. Weiter. Shit. Wenn ich da drauf bin. Ja. Okay. Ah, das ist blöde Timing. Okay, einmal rüber, dann so runter. Okay. Shit. Okay, wenn ich da unten bin, dann nach oben, dann nach unten. Nee. Also die wechseln sich ab. Da muss ich dann abtakt, okay. Ah, oh, noch eine Passage. Okay. Nein. Ah. Wir wollen jetzt einfach nur nach unten. Was? Alter, du Arsch. Na gut, immerhin ist er gleich hinterher. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt hat, dann hau sie ab und wirf sie weg. Matthäus 5,3. Aufnahme läuft noch. Ja, okay. Ja, ich sehe nichts. Gut, aber ich kann es verstehen. Quiet. Quiet. It's all good. It's all good. Shh. Lie down. Lie down. Everything's going to be all right. Otherwise you won't. Lie down. Shh. Shh. It's against God's plan. You went against God. Against God? Not in the slightest. This is not that bad. Please be, be still. Be quiet, please. Please. Not that bad, huh? Will it go back? Why not? It's not like it's harder for God to work one miracle than... You didn't believe in it from the start. You were angry that a miracle could happen to me. No. To a person like me. No. Dumb and jealous,
Give me an injection. None left. Well, this time, this wasn't just empty talk. I know. All this philosophy. Joyce, God. God doesn't talk to me anymore since I met you. No. Leave me. I'll be on my own. I'm sorry. Don't touch me. Ich glaube, da ist, hat er was Falsches gesagt gekriegt. Da mit seiner Prophezeiung. Wo muss ich eigentlich hin? Also. Da sind wir gekommen. Tja, eigentlich wäre man dann ja jetzt frei, ne? Time since meeting Ilya, Indica felt a stab of doubt. Oh, jetzt sehe ich es erst. What if made a mistake? What if she had something wrong? What if the goodets wouldn't work? Why was every step on her road to God drawing her closer to the devil? I did everything correctly. Otherwise he would have died from sepsis. And if he didn't? There! He's healed! A miracle! Wouldn't feel good, would it? That means he was indeed talking to God and earned his absolution. God, please. Talk to me this one time. Did I go against you? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? Then I'll be all right. The arm will heal. Was genau soll ich hier machen? Wollen wir mal mitfahren? Ich fahr's einfach mal mit. So now I have to feel guilt for this as well? You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Ah. Me again. You were driven by fear. The fear of ending up with a corpse. And back then, with the gypsy. What was it? Were you restless because of his tanned arms? Oder ist zu? Oder kann ich da was machen? Ja, komm. Geh doch. Okay. Hey, noch mehr Dosen. Keine Kisten hier erlaubt. Oh, da hat es wieder geleckt. Entschuldigung. Oh, jetzt. Oh, hier ist aber echt nicht gut. Okay, Eisenbahnwagen. Schau mal, was du machst. Komm, drück mal. Ja. Was bringst du mir, wenn du hier so oben bist? Also hier kann ich rauf. Ich brauche dich nochmal so eine halbe Höhe nach oben. Ja, so. So, einmal hier hoch. Das Ganze mache ich, weil... außer der Höhe. Gehen wir mal höher. Und das ist Neugier. Ja, ich glaube, das ist... Das ist die
not the way to go, so wie es aussieht. Oder? Okay. Dann gehen wir halt hier raus. Also eins muss unsere Nonne nach dem Tag nicht mehr machen, und zwar Fitness. Bei ganzen Rumgekletterei. Ja, jetzt können wir den wieder nach oben holen. Warum will ich das? So. Ich alle durch, das wird abgesperrt. Oh. Da kann ich nichts machen. Das ist jetzt schlecht. Halbe Höhe. Ja, halbe Höhe. So, und dich. Steif. Okay. Ach so, Moment mal. Nee. Das war schon gut so. Jetzt kann der auf halbe Höhe nochmal eins hoch. Oh, Entschuldigung. Da bin ich mal voll gegen das Mikrofon. Ich mache da mal ganz kurz einen Cut. Jetzt für mich stelle, um zu gucken, wie da der Sound ist. So, da bin ich auch schon wieder da. Das Ding, halbe Höhe hier rauf. Das wär's. Ist das okay, wenn da so Chefs da ist? Ja. Das ist der Ausgang. Okay. The Temple of John of Damascus. The one from the poster was towering over Indica. She was consumed by anxiety more and more. What if she was late? What if they realized who she was and wouldn't let her in? What if she was not worthy of a miracle? Maybe one needed to buy a ticket to see the miracle, and all the tickets had sold out. What if her certainty in God's plan was just another delusion, a temptation she so faint-heartedly succumbed to? Guten Tag. Alla. Okay. Kann man machen. Und noch so ein Aufzug. Mal gucken, hier geht's nicht weiter. Ja, dann runter. Ich? Bist du blockiert? Nee, aber der Luxus wird mir nicht gegönnt. Nö. Okay. Oh, safe. Warum will ich dich bewegen? Ach so, deswegen. Komm nach. Ja, ignorieren Sie mich, ne? Muss ich hier... Ach da, Fenster. So, was haben wir hier? Samovar. Ach ja, das letzte Abendmahl. Wie sentimental. Okay. Ja, mehr glaube ich hat sie nicht.
und Lekran. Die Plattform bewegen. Oh, die Animation ist kaputt. Wieso will ich die Plattform bewegen? Weiter rüber geht's nicht. Und wenn ich es hier mal komplett drehe. Ach, es geht auch noch hoch und runter, okay. Du mir. Ah. Und da hat's auch wieder den Kran. Okay, keine Ahnung, wo ich da hin muss. Sinn, dass ich die Plattform hindrehe. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal den Weg hier weiter. Ah. Ah. Okay. Reicht es so? Ja, gut. Manchmal ist es einfach. Give it back. Have you read it? What happened to your hair? Okay. Haben wir hier noch was? Ja, da könnte man nach oben gehen. Komm, mach mal auf. Ist nicht. Aber da hinten ist noch was. Ah, Paraskeva Freitag. Heilige Märtyrerin Paraskeva, bitte Gott für uns. Okay. Und hier? Hier ist... nichts. Okay. You don't like it? The prioress cut it as punishment. It wasn't a big deal. I burned Father Sergei's Falonian. Du, ansonsten gehe ich noch vorn und helfe dir. Du hast da... manche annehmen, scheint sein Weg der Rechte, aber am Ende sind die Wege des Todes. Sprich wieder 1412. Hm. Also deswegen Wasser. Ist er? Sag mal, ist das sowas ähnliches wie ein Callisto-Protokoll, dass ich mir wieder die Hälfte von dem ganzen Zeugs hier nur einbilde?
Okay. Okay, das ist also doof. No surprises there. Ja, dass ich doof bin, das ist keine Überraschung. Ach so. Aber das ist jetzt wieder genau der Weg, wo ich hergekommen bin. Es ist jetzt erster. Okay. Es ist nicht die way to go. Hier geht's ja dann effektiv wieder raus, oder? Naja, also hier kann ich gar nichts machen. Nur mal kurz das Ding da. Bringt mir halt auch nichts. Oder doch? Wait. Komm mal her. So, nimm das Teil mal. Lass mal los. Ups. Jetzt ist das Ganze hier so. Oh. Gelöst. Okay. Also, das Spiel hat schon ein bisschen einerlei Klatsche. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt kommentieren soll. Okay, hier ist Johannes von Damaskus. Okay. Look, that's our cathedral from the poster. Also ich muss sagen, du kannst wirklich gut umgehen da mit einer Hand. Gut ab. Also normale Wege sind irgendwie nichts für uns. Wir müssen immer irgendwie komplett abseits laufen. Oh, was haben wir hier? Sieht aus wie so eine Art Druckerei. Und dann können wir eine Kerze anmachen. Also gibt es ja nicht mal... Gut, da ist eine Tür, wer weiß, wo das hingeht. Aber ansonsten... keinen normalen Weg hier drauf. Sag mal, du wartest ja gar nicht auf mich. What? The tavern you were talking about.
There it is, below. Holy shit. Yeah. Das sind gigantische Glocken. By the way, see the pawn shop opposite the tavern? Its owner is Nambat, Ephraim's brother. They've always hated each other, and yet depended on each other. Nam was buying stolen stuff from the vagrants, who would then go to Ephraim to spend the money on shitty wine and whores. And Ephraim's spoons would often end up in Nam's shop. Okay. We used to call them the batshit brothers. Why don't they like each other? Because each of them thinks that the other brother is richer. Soon you'll be able to play a concert there again. I want to see it, yes? Er hat immer noch nur eine Hand. Oh, die Finger bewegen sich so ein bisschen bei der Hand. Yeah, okay. Na, Gott sei Dank haben wir hier unseren Local Guide, der genau weiß, wohin. Alter, also, da hinten ist auch noch so eine Mega-Glocke. Ja, wenn die einmal klingelt, dann haben hier alle einen Gehörsturz. Oder so grundsätzlich nichts mehr. Oh Mann. Shit, it's not finished. Was denn? Wovon redest du? Down. Up. Ach so. Sag doch was. Get me down. Okay. Und jetzt? Da haben wir wieder so Steuerdinger. Na komm. Was zum... Entschuldigung. I guess. I'm coming down. Warte mal, kann ich das jetzt hier auch nehmen? Ach, er da. Ja, okay. Kann ich das da einfach aufsetzen? Okay. Ich glaube, das soll hier gar nicht hin. Okay, was ist, wenn man das jetzt hier da ganz nach links macht? Ja, das schaut gut aus. Okay. Wieder nach oben. Ja, also so funktioniert Bauen, ne? Bin ich noch nicht fertig? Also da könnte man doch jetzt drüber gehen, oder nicht? Also. Oder willst du wirklich da so rüber und dann. Ja, ist nicht. Das soll... Achso, ja gut, da hinten ist auch wieder der Riesenhaufen. Down. Okay. Dann halt andersrum. So, ich will jetzt eigentlich...
Aber ich kann da hinten halt nichts hinstellen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.